First contact is a delicate, high-stakes operation of diplomacy. One must be ready for anything. Are you pretending to do a captain's log? We're all supposed to keep logs. Okay, let me listen to it. No, go away. Leave me alone. I can't believe you're wasting your shore leave on this. Anfang des Jahres ist die neueste Star Trek-Serie Lower Decks endlich auch in Deutschland vom Stapel gelaufen. Anders als bei Discovery oder Voyager dreht sich die Serie aber nicht um die Führungsoffiziere auf der Brücke, sondern um die Ensigns auf den namensgebenden unteren Decks. Nachdem sich die erste Staffel entgegen aller Befürchtungen als gute Unterhaltung entpuppte, sind wir auf die zweite Staffel gespannt. Auf den Schirm! What up? We doing sci-fi stuff today? Only thing missing is Boimler. He's gotta be having the time of his life. Die zweite Staffel von Lower Decks soll ab dem 12. August 2021 auf Paramount Plus zu sehen sein. Da der neue Streamingdienst in Deutschland immer noch keinen Starttermin hat, wird die zweite Staffel mit ihren 10 Folgen hierzulande wieder über Prime Video laufen. Hoffentlich zeitgleich und damit nur 6,5 Monate nach dem Finale von Staffel 1. Die Staffel 2 baut darauf auf. Falls ihr diese noch nicht gesehen habt, Achtung, Spoiler. Let's see what I gotta sign. Holodeck waste removal. That's Klingon prison stuff. Oh. Oh. Was erwartet uns also in Staffel 2? Wieder mit dabei sind natürlich Tawny Newsom als Beckett Mariner, Jack Quaid als Brad Boimler, Noel Wells als T'Vana Tendi und Eugene Cordero als Sam Rutherford. Wait. You made a dog? Yeah, and it could fly. Die Staffel wird wieder für sich stehende Folgen mit staffelübergreifenden Character-Arcs verbinden. Die zweite Staffel wird zeitnah an die Ereignisse der ersten anschließen. Dementsprechend dient Boimler immer noch auf der USS Titan. Course set for the Tal'Ghanna system, Captain, awaiting your command. Ah, Tal'Ghanna 4. Isn't that lying? No, it's creative estimating. Wir werden sehen, wie es ihm dort gefällt und wie seine ehemaligen Teammitglieder ohne ihn zurechtkommen. Wir kriegen also wieder Will Riker zu sehen, im Original vertont von Jonathan Frakes. No need to be so formal. You know, I was her mentor. Well, I remember it differently. You were sort of my Jadich. We used to get in so much trouble. Was ihr vielleicht nicht wisst, Frakes ist ein erfahrener Synchronsprecher, hat er doch etwa David Xenatos in der Serie Gargoyles seine Stimme geliehen. Derek, or Talon, as he calls himself now, is convinced that only I can cure him. And that delusion will keep him just where I want him. Neben Jonathan Frakes hat Showrunner Mike McMahon noch mehr Gastauftritte angeteasert, ohne jedoch genau zu verraten, auf wen wir uns freuen können. Wer wohl nicht darunter ist, Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Laut McMahon gibt es schlicht keinen Grund, warum Picard jemals die Ensigns an Bord der Cerritos kennenlernen würde. I'm counting on it. Auch für Mariner wird sich einiges in der zweiten Staffel ändern. Im Finale der ersten Staffel haben sich Mariner und ihre Mutter Captain Carol Freeman endlich zusammengerauft. In der zweiten Staffel wird ihre Beziehung also eine neue Dynamik mit ihren eigenen Herausforderungen haben. Gerade Mariner muss jetzt beweisen, dass sie wirklich so fähig ist, wie sie immer vorgibt. You, on the other hand, you see a problem, you can solve it. Wait, are you saying work together for a change? Might be useful to have a captain on your side, you know, instead of up your ass. What do you say? Und dann wäre da noch Mariners geheimnisvolle Vorgeschichte. Mariner hat sich da bislang nur wenig entlocken lassen, doch in der zweiten Staffel werden wir mehr darüber erfahren. What? Man, it's like a new thing every week with those guys. In der ersten Staffel waren Mariner und Boimler klar die Hauptfiguren. In der zweiten Staffel sollen nicht nur die anderen Charaktere mehr Screentime bekommen, in den Folgen werden wir sie auch mal in anderen Figurenkonstellationen sehen, verspricht Showrunner Mike McMahon. What we realize second season is like, let's do a Tendi and Mariner story. Let's do more of a Rutherford and Boimler, let's mix it up more often. Apropos andere Charaktere, Sam Rutherford wird es in der zweiten Staffel deutlich schwerer haben. Am Ende von Staffel 1 verliert er sein Implantat und damit all seine Erinnerungen, genauer bis zu den Ereignissen der Pilotfolge von Lower Decks. Rutherford wird laut McMahon in der zweiten Staffel von Selbstzweifeln geplagt, ob seine Freunde wirklich ihn mögen oder nur seine alte, kybernetisch verbesserte Version. Do you remember me at all? Well, no. But don't take it personally. I don't remember what I don't remember. Mike McMahon hat als Star Trek-Fan besonders gefreut, Aliens und Orte aus alten Serien wiederzutreffen. Deswegen hatten die Packlets im Staffelfinale ihren Auftritt als die großen Bösewichte. Ursprünglich kamen die Packlets in der TNG-Folge Das Herz eines Captains vor. Star Trek-Hardcore-Fans dürfen sich also auf das ein oder andere Wiedersehen freuen. He is smart.
Lower Decks ist zwar ein Herzensprojekt von Showrunner Mike McMahon, doch auch er gibt in einem Interview mit StarTrek.com zu, die Autorinnen und Autoren mussten in der ersten Staffel noch mit den Figuren und Geschichten herumexperimentieren. Erst in den letzten drei Folgen hatten sie den Bogen raus. Die zweite Staffel wird das widerspiegeln. Und noch etwas soll besser werden, die LGBTQ+-Thematik. So sollte Mariner eigentlich als bisexuell dargestellt werden, was aber laut McMahon nicht so gut gelungen sei. She's crazy hot. Are you nervous? In der zweiten Staffel soll das deutlicher werden. In der Zwischenzeit wird bereits an der dritten Staffel gearbeitet. Mariner-Sprecherin Tawny Newsom hat zum Beispiel erst Anfang Juni ein Foto von den Sprachaufnahmen geteilt. Genau wie Staffel 1 und 2 soll auch die dritte wieder 10 Folgen haben. Wie hat euch Lower Decks bislang gefallen? Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Mehr zum Thema findet ihr hier und hier geht's zu unserem letzten Video.